Neuer Monat, neues Support-Video, neuer Kanal. Ich habe letzten Monat schon angekündigt, neuer Kanal, und habe ihn erstmal anlaufen lassen mit Videos und so weiter und so fort und auch erstmal geguckt, will ich das wirklich machen. Und ich denke aber, langfristig ist das wirklich die gute Lösung. Wir sind jetzt zwar gerade, wie ihr seht, gerade mal bei 20 Abonnenten. Keine große Sache. It is what it is. Lustigerweise schon über 10.000 Aufrufe, aber egal. Beschreibt ein bisschen auch das Problem, was ich beim letzten Mal angesprochen habe. Aber egal, dieser Kanal wird jetzt einfach in Zukunft so der Side-Kanal sein für Update-Videos zum Kanal, für so mehr so Random-Videos, kann man sagen, die ja auf dem Hauptkanal jetzt vielleicht auch nicht so gut ankommen grundsätzlich, weil sie sich die meisten Leute halt auch einfach nicht angucken, muss man halt tatsächlich traurigerweise dazu sagen. Und ja, deswegen für die Leute, die es interessiert, ist jetzt quasi der Kanal hier, wie gesagt, hauptsächlich Highlights und Shorts. Also auch Shorts ist quasi der Main-Content auf diesem Kanal. YouTube-Shorts, was im Endeffekt auch einfach nur Stream-Highlights sind, nur halt in noch kürzerer Version oder in noch kürzerer Fassung. Dann werde ich halt, wenn ich zu viele Highlights, das ist jetzt zum Beispiel so ein Upgrade-Stream oder so, oder irgendwas Krasses passiert, oder ich mal 8-9 Stunden streame oder sogar noch länger, und ich dann von einem Stream, keine Ahnung, eine Stunde Highlight-Material habe, weil wir ja geupgradet haben, irgendwas Besonderes gedroppt haben, so viele Bosse besiegt haben, whatever. Wenn es einfach zu viel wird, kann man sagen, dann kann man diesen Kanal hier auch als Ausweichroute sehen, weil ich eben gemerkt habe oder halt auch oft schon Kommentare gelesen habe, auch schon vor über einem Jahr, als ich dann mich entschieden habe, Genshin auszulagern auf einem extra Kanal, bekomme ich jetzt teilweise immer noch Kommentare oder Reaktionen, dass ich immer noch zu viel hochlade, obwohl ich mein Pensum schon gewaltig verringert habe. Also standardmäßig kommen 2 Videos an einem Tag plus halt Livestream. Das ist von teilweise 8, 9, 10 Videos vor 1,5 Jahren schon extrem gesunken, sag ich mal. Trotzdem ist es für manche Leute immer noch zu viel, 1, 2 Videos pro Tag. Und deswegen will ich sie nicht noch mehr zuspammen. Und deswegen haben wir jetzt halt noch einen Ausweichkanal im Endeffekt gebraucht. Plus, wie gesagt, das mit den YouTube Shorts wollte ich jetzt dann auch nicht mehr auf dem Main Channel machen. Und ja, deswegen befinden wir uns jetzt hier auf dem Zweitkanal, auch mit dem Support-Video. Und in dem Support-Video geht es im Endeffekt einfach um ein Update, das ich euch jetzt zum Teil schon gegeben habe, von meinen mittlerweile 3 Kanälen, plus natürlich Livestreams und so weiter. Einfach alles, was eben so ansteht, abgeht, abging. Heute gucken wir zurück auf den Monat Januar, gucken voraus auf den Monat Februar. Und ich würde auch sagen, direkt let's go. Was hier noch wichtig ist, kurz noch, das hier ist nicht ein Flyfe-Only-Video, aber natürlich Flyfe mein Main-Content ist zu 90%, sage ich mal, oder zu 80%. Ja, wird natürlich Flyfe hier auch genutzt als Hintergrundkulisse. Und es geht natürlich auch um Flyfe in diesem Video, aber es geht auch wirklich grundsätzlich um alles so ein bisschen. Deswegen ist jetzt hier nicht nur Flyfe thematisiert. Ja, und Januar nochmal zusammengefasst. Also es war ein sehr stressiger Monat für mich. Ich hatte ja im letzten Video gesagt, ich hoffe, es wird jetzt ein bisschen chilliger. Naja, ich meine, das waren falsche Vorstellungen, zumindest für den Januar. Jetzt im Februar wird es auf jeden Fall chilliger, das weiß ich. Zumindest etwas. Privat habe ich zwar auch einiges vor noch, also unabhängig von Streaming, YouTube, irgendwas. Genau, aber Januar war einfach schwierig. Hat ein bisschen funktioniert, an manchen Tagen war es ein bisschen chilliger, ein bisschen entspannter. Es war nicht mehr ganz so stressig wie der Dezember oder wie der Dezember geendet hat. Aber es war auch nicht so viel besser, weil ich hatte Prüfungsphase, 2 Klausuren, 1 Präsentation, die ich halten musste im Januar. Und das war schon auch echt viel. Zusätzlich musste ich zumindest einen Tag nochmal arbeiten, was mich auch im Endeffekt einfach einen Tag lernen gekostet hat, beziehungsweise auch nochmal einen Tag irgendwie komplett geschluckt hat. Da konnte ich irgendwie an dem Tag wieder mal gar nichts wirklich machen. Und weil es einfach grundsätzlich ein schlechter Tag war. Und jetzt nicht nur, weil ich arbeiten musste. Oh mein Gott, ich musste arbeiten, den ganzen Tag meines Lebens weg. Nein, das jetzt nicht, sondern einfach, weil es auch wieder, naja, Probleme gab, sagen wir es mal so. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Im Februar wird es auf jeden Fall anders werden, aber wir sind noch im Januar. Flyfe-Schmuck-Upgrade, das war eigentlich das hauptbewegende Thema in Flyfe. Also wir haben ewig lang gespart jetzt, monatelang gespart, A-Products gespart, Schmuck plus 20 gemacht, in Ultimate-Schmuck umgewandelt. War super zufrieden damit. Ich hatte, muss man aber auch dazu sagen, also mir wurde zumindest gesagt, der Durchschnitt liegt bei, oder der Erwartungswert mit Event liegt irgendwie bei 741, wenn ich mich richtig erinnern kann. Selbst wenn wir 800 sagen, wenn man das mal dreimal nimmt, sind es tatsächlich nur 2400 A-Products, mit denen man so rechnen könnte. Und das ist dann wahrscheinlich schon pessimistisch gerechnet, schon ein bisschen, für dreimal schon plus 20. Ich meine, bei so niedrigen Wahrscheinlichkeiten ist natürlich Erwartungswert immer so eine gefährliche Sache, weil wenn man sich darauf zu sehr verlässt,
vergisst man halt kurz, dass man da sich im 0, teilweise sogar 0,0 Bereich befindet. Das heißt, nur weil der Erwartungswert dies und jenes ist, kann es trotzdem sein, dass der extrem nach oben schießt und einfach du halt einen Ausreißwert hast, und zwar im negativen Sinne, und du dann halt auch mal 2000 für einen brauchst. Kann natürlich trotzdem passieren. Bin sehr froh, dass es nicht passiert ist. Aber grundsätzlich hatten wir gar nicht so ultra... Also ich meine, wir hatten natürlich Glück, keine Frage. Also egal, von welchem Wert man jetzt ausgeht, wir hatten auf jeden Fall Glück. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber ja, also ich meine, mit 2x plus 20, also weniger als 2x plus 20 wäre eigentlich schon echt unlucky gewesen, muss man sagen. Wir hatten 300 Tries vorbereitet. Ich hatte weit über 2000 A-Products. Also wir hätten sogar diese 2400, die ich gerade angesprochen habe, quasi fast gehabt. Insgesamt, wenn man alles mit einem eingerechnet hätte. Und von dem her, denke ich mal, war es auf jeden Fall ein Ergebnis, mit dem man sehr zufrieden sein kann, weil wir jetzt halt noch ein bisschen mehr draus bekommen haben, sozusagen. Aber ja, genau. Wir haben uns halt auch entsprechend darauf vorbereitet, muss man dazu sagen. So, andere Leute haben mit ihr Geld nicht für A-Products monatelang ausgegeben, und ich habe mein Geld halt monatelang quasi fast nur für A-Products ausgegeben. Und das war dann im Endeffekt auch die Belohnung. Ein bisschen Glück natürlich auch mit dabei. Und ja, Genshin Impact habe ich gegen Ende des letzten Jahres extrem schleifen lassen. Der Dezember war ein sehr schlechter Monat für den Genshin Impact-Kanal. Generell hat mir die Richtung vom Genshin Impact-Kanal nicht mehr so gut gefallen, weil ich eigentlich nur noch so rushed Content gemacht habe, also kaum Zeit für irgendwas. Jetzt, im Januar, habe ich dann trotzdem noch diese 30 Stunden. Das war noch so ein Ding im Januar, ne? Ich habe ja Stress angesprochen, Prüfungsphase. Und wir haben Anfang Januar noch die letzte Livestream-Aktion von Genshin Impact zu Ende gebracht. Bis zum 7. Januar oder 6. Januar oder so ging es, glaube ich, irgendwie so. Alter, innerhalb von, ich glaube, 8 Tagen habe ich einfach 30 Stunden Genshin Impact gestreamt, zusätzlich zu Flive. Das war schon ganz schön crazy, das hat natürlich auch nochmal eine Menge Stress bedeutet. Und wir haben aber die Livestream-Aktion auch erfolgreich beendet. Also mal gucken, ob ich die Belohnungen dann auch tatsächlich bekomme. Ist ja immer begrenzt leider das Ganze. Aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge, denke ich mal. Und jetzt ist die nächste Livestream-Aktion von Genshin Impact schon wieder losgegangen. Wir haben auch schon wieder 3 Genshin Impact-Stream hinter uns. Streams. Ziel ist wieder, diese 30-Stunden-Marke zu knacken. Aber diesmal haben wir die vollen 21 Tage Zeit. Also ich habe jetzt auch jeden Tag schon gestreamt von den ersten 3 Tagen. Und es könnte vielleicht sein, dass mal ein Tag wirklich nur so 20 Minuten Stream ist oder so. Aber ich habe es mir ausgerechnet. Das ist im Endeffekt simpel. 30 Stunden an 21 Tagen. Im Endeffekt 1,5 Stunden pro Tag kann man so grob rechnen. Also genau das ist es im Endeffekt eigentlich. Es wird sich nicht ganz so ausgehen, es wird mal ein längerer Stream, mal ein kürzerer Stream sein. Es werden nicht immer diese 1,5 Stunden sein. Es wäre auch Schwachsinn, wenn du dich darauf beschränkst, so mitten in der Quest oder mitten beim was auch immer machen. Sagst du einfach, okay, 1,5 Stunden sind vorbei, jetzt bin ich raus. Das macht ja keinen Sinn. Aber ja, diese Genshin Impact Streams oder Zusätze am Ende des Streams, die kommen jetzt eben auch wieder 3 Wochen lang. Ich weiß gar nicht, wann die Aktion genau endet, wann der genaue Tag ist, aber es müsste irgendwie so 19. Februar oder sowas sein. Aber ja, da sind wir jetzt natürlich auch wieder am Start. Und die Streams nutze ich jetzt quasi, um ein bisschen aufzuholen bei Genshin und auch sozusagen aus dem Stream wiederum den Content zu generieren, den ich normalerweise aufnehmen würde, weil 30 Stunden zusätzlich streamen plus noch weitere Genshin-Videos hochladen, kann man sich, denke ich, mal vorstellen. Ich bin auch nur ein Mensch, ich muss auch schlafen. Das funktioniert nicht. Das heißt, ja, ich nutze dann natürlich den Stream für Sachen, die ich sonst off-stream in Videos machen würde. Ich hoffe, das ist auch okay. Der Vorteil dadurch ist halt, wenn ich das wirklich jeden Tag durchziehe und jeden Tag durch den Stream mehrere Videos entstehen, manchmal vielleicht mehr, manchmal vielleicht nur 1, manchmal vielleicht 4, je nachdem halt, wie gesagt, Streamlänge etc., sorgt es halt auch dafür, dass ich da einen kleinen Puffer kreiere und dann kann ich endlich wieder Genshin Impact Videos machen, die halt auch wieder ein bisschen mehr Impact haben. Pun intended, by the way. Genshin Impact, wenn ihr versteht. Und da geht es halt vor allem einfach wieder um Guides, was ich früher auf hier hochgeladen habe, ja, Anleitungen und so weiter. Was ich jetzt echt habe schleifen lassen, weil ich einfach keine Zeit dafür gefunden habe. Und wenn ich mir dadurch jetzt diese Streaming-Aktion immer so einen kleinen Puffer aufbaue, dann haben wir erstens Genshin-Streams, was ja auch ein paar Leute sehen wollen tatsächlich. Ich schaffe mehr Content, sage ich mal, in einer kürzeren Zeit, weil ich so ein bisschen mich selbst zwinge zu streamen und damit auch quasi an den Quests und so weiter zu arbeiten. Und wenn dadurch dann sehr viele Videos entstehen, haben wir ein bisschen Puffer und dann habe ich Zeit, wieder bessere oder auch vor allem informativere, coolere Videos für den Genshin-Kanal zu machen. Also eigentlich ein Win-Win-Win für alle, außer vielleicht für Flive-Spieler. Aber naja, ich meine, ich streame so viel Flive, da sind mal 1-2 Stunden Genshin in einem Zeitraum von lediglich 3 Wochen. Danach ist dann wieder 3 Wochen Pause und 0 Genshin quasi. Ich denke mal, das kann man dann wirklich verkraften. Genau. Und ja, das war eben schon das erste für den Februar, eben diese Genshin-Streams, die jetzt wieder losgehen. Ansonsten haben wir, oder habe ich, Bachelor-Anmeldung. Also ich muss innerhalb der nächsten Woche noch meinen Bachelor anmelden.
8 Tage habe ich noch Zeit, spätestens, da muss angemeldet sein. Da muss ich meinem Dozenten eine vorläufige Gliederung schon schicken. Also das heißt, ich muss dann auch wirklich schon mich hinsetzen und mir zumindest ein bisschen Gedanken machen und so, wie ich es ungefähr machen will. Also auch das wird natürlich viel Zeit fressen. Ich will natürlich dann auch wirklich anfangen, keine Frage. Ich habe jetzt auch Urlaub extra, deswegen tatsächlich eigentlich. Ich will natürlich den Urlaub auch ein bisschen für mich nutzen, ist ja auch klar, weil ich hatte letztes Jahr fast gar keinen Urlaub, also fast ein Jahr quasi keinen Urlaub genommen, nur um jetzt Weihnachten und Januar und Februar und März viel Urlaub zu haben. Also habe dafür auch quasi was geopfert sozusagen von meiner Freizeit, ein bisschen was will man sich dann natürlich auch wieder zurückholen so, aber ich will natürlich anfangen. Also ich habe mir vorgenommen, spätestens in der zweiten Hälfte des Monats definitiv jeden Tag ein bisschen was für die Bachelorarbeit zu machen. Auch dafür muss ich mir einen kleinen Puffer aufbauen. Das werde ich jetzt halt probieren in den nächsten 1,5 Wochen zu schaffen. Auch für den Live-Kanal vielleicht ein paar Videos vorzuproduzieren, dass ich mich an dem einen oder anderen Tag dann einfach hinhocken kann und auch wirklich 3 Stunden, 5 Stunden, wie auch lange auch immer, ein bisschen an der Bachelorarbeit zu sitzen, ohne mehr um irgendwas Gedanken machen zu müssen. Und ja, das ist jetzt im Endeffekt der Februar, nicht die most exciting Sachen, aber eine Sache, auf die viele Leute wahrscheinlich noch warten, oder wahrscheinlich schon nicht mehr, weil sie schon die Hoffnung aufgegeben haben. Thema Roomtour und mein Hintergrund und so im Stream. Also, ich habe jetzt die letzten beiden Möbelstücke bestellt, beziehungsweise das eine ist ein Möbel, ich weiß nicht, ob das eine sich als Möbelstück klassifiziert, tatsächlich ist fast mehr ein Dekoartikel, aber auch ein nützlicher Dekoartikel, je nachdem, wie man es sieht, I guess. Auf jeden Fall, haben wir da quasi endlich die fertige Einrichtung. Kommt hoffentlich spätestens übernächsten Montag alles an, dann müssen wir es noch zusammenbauen. Das heißt, Mitte bis Ende Februar kommt dann endlich auch die Roomtour, wobei es halt legit eigentlich nur ein Zimmer sein wird, also mein in Anführungszeichen Büro-Studio. Schlafzimmer will ich eigentlich nicht wirklich gerne zeigen, das ist einfach nur ein Bett, ein Kleiderschrank und ein Bücherregal. Pretty basic, es sieht aus wie ein Hotelzimmer, not gonna lie. Ich habe nicht mal Poster aufgehängt oder so, es ist legit einfach nur nackte Wände, ein Kleiderschrank, ein Bett und ein Bücherregal. Ich mache auch nichts darin, außer zu schlafen, basically. Und halt meine Kleidung lagert darin. Ansonsten ist da einfach absolut nichts. Und dann habe ich quasi noch ein Wohnzimmer. Aber das ist mehr oder weniger eigentlich auch fast nur mein Lager, mein Stauraum. Ich verbringe 99% meiner Zeit in diesem Büro quasi. / Studio. Und von dem her, ja, ist im Endeffekt das andere eigentlich hinfällig. Also im Endeffekt eigentlich nur ein Zimmer. Ich zeige euch wahrscheinlich trotzdem noch das Wohnzimmer in Anführungszeichen. Und das machen wir jetzt auch noch im Februar. Und wenn wir das endlich haben, dann ist privat eigentlich auch hoffentlich alles abgeschlossen, bis eben auf die Bachelorarbeit. Dann kann ich mich darauf fokussieren. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Wird auch hoffentlich cool. Also ich sehe es jetzt schon, wie mich Leute roasten werden für das für meinen Einrichtungsstil. Aber wir werden sehen. Aber das ging mir jetzt natürlich auch auf den Sack mit den Bildern im Hintergrund und so im Stream, dass das alles noch nicht fertig war. Aber ich hatte jetzt im Januar halt wirklich andere Sorgen. Und deswegen wollte ich das auch einfach in Ruhe machen. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall abschließen. Für Flife habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, für den Februar steht erstmal nichts großartig an. Also wir haben jetzt halt neue Events bekommen erstmal bis Mitte des Monats, Mitte bis Ende des Monats. Das ist ein Event, geht ja literally den ganzen Februar, das mit den Yetis. Und das Valentins-Event geht zumindest den halben Februar. Nicht die interessantesten Events, not gonna lie. Relativ basic, relativ langweilig. Update wird auf jeden Fall keins kommen. FEC auch nicht. Also Stand jetzt steht für Flife noch nichts wirklich fest, was kommen könnte, was kommen sollte. Für mich quasi, wir müssen jetzt halt gucken. Wir haben halt, wie gesagt, erst mein ganzes Geld die ganze Zeit rausgeballert für A-Products. Habe ich auch schon ein Update-Video gemacht, was wir dann auf dem Main-Kanal, was wir jetzt so machen werden. Also jetzt erstmal an der Pet-Front vielleicht ein bisschen arbeiten. Mal ein paar A-Pads zumindest kreieren, ein bisschen rerollen vielleicht, das könnte im Februar kommen. Aber wie weit wir das schaffen, hängt natürlich auch immer davon ab, wie gut droppe ich. So ein +3 Drop bei Clockworks, der beschleunigt Sachen natürlich extrem. Kein einziger guter Drop, weder +2 noch +3 bei Clockworks und weiterhin eher madige Drops bei Red Meteo. Sorgen natürlich dafür, dass da in der Richtung nicht wirklich was passiert. Also ja, es ist immer auch ein bisschen abhängig vom Glück. Also man kann es echt schwer einschätzen. Was ich momentan so im Monat in Flife verdiene sozusagen, ist halt wirklich alles zwischen 1-2 Milliarden und theoretisch sogar 10 Milliarden. Ich meine, das ist literally alles drinnen. Das ist wirklich nur abhängig davon, was du droppst im Endeffekt. Also ja, sehr schwer einzuschätzen, wie weit man dann immer kommt. Aber ja, das war es auf jeden Fall. Genug gejappt hier. Danke euch auf jeden Fall alle fürs Zuschauen, vor allem die bis hierher geschaut haben. Und dann heißt das Ganze natürlich Support-Video. Warum? Weil ich mich für euren Support bedanken will. Für alle Follows.
Likes, Abos, Kommentare und natürlich besonders für alle YouTube-Mitglieder und die Subscriber auf Twitch. Twitch Prime ist kostenlos, by the way. Also freut mich wirklich sehr, dass mich so viele Leute supporten. Ich stecke sehr viel Zeit in dieses Hobby und deswegen ist es auch cool, dass da ein bisschen was zurückkommt. Genau. Also ehrlich gesagt, ich brauche es auch, weil sonst würde diese Zeit absolut nicht gerechtfertigt sein. Und ja, mal gucken, wie es jetzt so dann nach dem Februar weitergeht. Aber ich habe ja das auch schon im letzten Video gesagt, so für mich ist es sehr schwer Voraussagen für längere Zeiträume zu treffen. Deswegen immer nur diese Monatsupdates. Alles Weitere wäre lächerlich, weil ich habe keine Ahnung, was im März, April, Mai, Juni passieren wird. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer. Eigentlich will ich es auch gar nicht wissen, weil warum sich jetzt schon Sorgen machen für Sachen, die in 5 Monaten sind. Von dem her, man nimmt es einfach, wie es kommt und ja, genau. Ansonsten, wenn ihr mich weiterhin supporten wollt, außerhalb der Videos und Streams, also wie ihr mich supporten könnt, ist ja, denke ich, ziemlich einfach. Einfach Videos auf allen 3 Kanälen. Links sind auch in der Videobeschreibung. Genshin Impact Kanal und Hauptkanal gerne angucken. Das ist, denke ich, mal selbsterklärend. Hauptkanal hauptsächlich Flive. Zweitkanal ist dieser Kanal hier, den ihr gerade anguckt. Alles Weitere und Genshin Impact ist komplett auf dem Main-Kanal. Auf dem Main-Genshin-Impact-Kanal, Genshin-Impact-Kanal, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und ja, wir haben große Ziele für dieses Jahr, die habe ich auch im letzten Video angesprochen. Momentan sieht es gut aus. Ich arbeite weiter hart daran, dass viele davon in Erfüllung gehen. Und ansonsten sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und vergesst nicht, am Stream vorbeizuschauen. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Ciao, ciao.